Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Odyssey, das Schicksal von Atlantis. Oh, hallo Poseidon. Wir wollen einmal da unten eine Quest machen und einmal nicht mehr endlich den Schnellreisepunkt da einfach holen. Damit ich nicht immer hier den ganzen Weg runter machen muss. So. Doma des Atlas. Bevor das eine Person ist. Achso, das ist die, die sagt, oh, folge mir bitte wieder. Bevor das passiert, holen wir uns hier. Das Ding, ich hoffe, sie kann aber mit diese Waffen umgehen. Wenn nicht, kann das gleich passieren wie mit der Frau in dem, die auch zum Wolf wurde. Aber wir müssen auch noch Wissenssequenz Stufe 3 erreichen, ey. Frag mich, wie wir das hinkriegen sollen. Damit wir halt das letzte Rüstungszeug holen können. Ich weiß, dass man so plus 10, also das letzte Fitzer könnte man vielleicht da drin holen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir überhaupt drankommen, wenn wir nicht Stufe 3 sind. Oder ob der Polymark vielleicht draußen ist, hätte man mal gucken sollen, ne? Bin mir halt nicht sicher. Reden wir mal wieder mit der wundervollen Frau hier, mit der wir auch ein bisschen flirten können. Nun, da ich das ISO-Instrument habe, müssen wir schnell handeln. Du lenkst Atlas ab, während ich in seine Privatgemächer schleiche. Noch mehr schleichen. Nachdem Poseidon Menschenversuche verboten hatte, nahm Atlas eines der Instrumente an sich und behielt es. Theoretisch sollte es meiner DNA eine dritte Helix hinzufügen. Ich habe gesehen, was ISO-Instrumente anrichten können. Unschön. Es wurde gründlich erforscht und ich fand Beweise für Menschenversuche, die sehr vielversprechend waren. Allerdings in früheren Zyklen, bevor Poseidon die Experimente verbot. Auf mich wirkt er ziemlich machthungrig. Ich glaube nicht, dass er seinen Thron gerne teilen würde. Hinter jedem großen Mann steht eine starke Frau. Das werde ich Atlas klar machen, Dekastes. Ich bin nicht sicher, ob eine gute Dikastes einen atlantidischen Archon hintergehen sollte. Ich habe mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Keine Sorge. Beschäftige du einfach Atlas, solange ich in seiner Kammer bin. Uff. Ich fürchte, wir haben nicht viel gemeinsam. Worüber soll ich mit ihm reden? Über das Wetter? Atlas ist ein eifersüchtiger Liebhaber und er wird sich von deiner Rolle als Dikastes bedroht fühlen. Nutze das zu deinem Vorteil. Hauptsache, du erwähnst meine Pläne nicht. Wunderbar. Das wird unserer Beziehung gut tun. Jeder weiß, dass es an der Spitze einsam ist, Dekastes. Gehen wir. Ich habe diese Wissenschaft genau studiert. Sobald ich die ISO-DNA in meinem Körper habe, sollte ich das Instrument beunruhigend verbunden. Das Wort sollte beunruhigt mich. Ich wette, das geht in die Hose. Ich wette es mit euch, das geht in die Hose und die arme Elpis, ey. Ich könnte Atlas glauben machen, wir stünden uns näher, als wir es tun. Stehen wir uns nicht nah? Wär's gelogen? Du weißt, was ich meine. Ja, Atlas eifersüchtig zu machen, wäre sicher eine gute Ablenkung. Ich glaube, der ist auch so schon gut abgelenkt. Elpis? Was machst du hier? Und ausgerechnet mit ihr? Die Dekastes und ich sind spazieren gegangen. Und da fiel mir ein, dass ich ein Buch über atlantidische Geschichte hier vergessen habe. Sie hätte es gern. Könnte ich es kurz holen? Ich? Natürlich. Soll ich dir beim Suchen helfen? Nein, nein. Bleibt ihr ruhig hier. Ihr habt sicher viel zu besprechen. Elpis hat nicht zufällig etwas damit zu tun, dass du am Adamant-Metallon herumgeschlichen bist, oder?
Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Vermutlich hat dir Elpis bereits von unserer Beziehung erzählt. Sie ist leider nicht so diskret, wie ich es mir wünschen würde. Was hast du mit ihr zu schaffen? Heraus damit! Was denn? Darf Elpis keine Freunde haben? Natürlich darf sie das. Aber ich vermute, dass mehr dahinter steckt. Du hast nichts zu befürchten, Atlas. Ich plane keine Intrige gegen dich. Vielleicht spielst du keine Spiele, aber Elpis lebt für sie. Ich weiß, wenn sie etwas im Schilde führt. Sprich nicht so über Elpis. Sie ist nicht manipulativ, sie ist leidenschaftlich. Also bedeutet sie dir doch etwas. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Entscheidungen treffe. Und du klingst nicht so, als wär dir einfach nur Bekannte. Die Wahrheit ist, Elpis und ich lieben uns. Wie bitte? Oh Gott. Was? Was hast du getan? Ich bin nicht mehr schwach, Atlas. Ich kann an deiner Seite über Atlantis herrschen. Das ist dein Werk. Du willst mit Hybriden gegen die ISO rebellieren. Nein! Was hast du getan? Das wollte ich nicht. Er wollte dich umbringen. Mein Bruder hat endlich bekommen, was er verdient hat. War das dein Urteil, Dikastes? Ich habe Atlas getötet. Es war keine Absicht. Du wolltest an seiner Seite regieren, um den Konflikt zwischen Menschen und ISO beizulegen. Er hat meine Träume nicht so unterstützt, wie ich gehofft hatte. Ich unterstütze dich. Nimm seinen Platz ein, wie du es für richtig hältst. Ich kümmere mich um Poseidon und meine Brüder. Hab Dank, Azais. Du kannst nicht korrupter sein als Atlas. Und Atlantis darf den Fortschritt nicht fürchten, wenn es diesen Zyklus überdauern will. Atlantidische Politik ist noch dramatischer als die der griechischen Welt. Was wirst du jetzt tun? Ist sie gewachsen auf einmal. Ich bin nicht die Erste, die ist größer geworden. Atlantis mit Gewalt an sich reißt. Wenn die ISO das können, warum nicht auch ich? Dennoch, es gibt sicher einen friedvollen Weg. Wollte ich meine Regentschaft nicht so beginnen. Du hast deine Herrschaft damit begonnen, mein Leben zu retten. Dafür bin ich sonst zuständig. So wie es gekommen ist, war es genau richtig. Ich danke dir, Dikastes. Ja, ich weiß nicht, ob Poseidon davon wirklich so begeistert sein wird. Drücke ich es mal so aus, wenn einer seiner Söhne tot ist. Elpis wird sicher eine bessere Herrscherin als Atlas. Schlechter kann sie es jedenfalls kaum machen. Jo, so sehe ich das auch. Aber ob wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben, weiß ich nicht. Unentdeckte Ort, unentdeckte Orte. Die müssen wir jetzt mal abgehen, weil dort werden wahrscheinlich die ganzen Dinger sein, hier, um vielleicht noch mehr Adamantbarren zu kriegen. Könnte möglich sein, auf jeden Fall, um auch mehr Wissen zu kriegen, weil da sind wahrscheinlich die ganzen Datenbanken, die wir brauchen, um unten das letzte Rüstungsteil zu kriegen. Wenn wir Wissenssequenz 3 haben, ist das natürlich am besten. Deswegen klappern wir jetzt diese ganzen Fragezeichen mal ab. Archiv.
erkunden wir alles so von draußen wieder mit dem Vogel. Damit wir alles auch finden. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Also ich brauche viel zu lange, viel zu lange, viel zu lange. Leertaste und ich kann mich halt nicht wegrollen, wenn ich in eine Ecke eingeengt werde. Das ist immer so mies. Oh, ich hatte ihn fast. Mann. So. Warum hängen Gummibärchen eigentlich immer in der Tüte so krass fest? Das diesmal vielleicht ein bisschen anders machen. Ja, was zum Lesen. Oh, wir kommen mal ein bisschen Richtung 3 jetzt. Haben wir gefühlt davor nicht geschafft. Kein Problem. Oh, da war auch noch die letzte Truhe, muss ich gleich nochmal ein bisschen zurückgehen. Yeah.
Ups, könnte auch wieder lesen. So. Hier die Truhe noch. So, da kriegen wir wieder einen Fähigkeitspunkt dazu. Eieiei. Das ist 10. Das bringt heute auch wieder Äpfel, ne? Das war nicht viel. Wir sind auch schon Stufe 66, ey. Hätte ich niemals gedacht, vor allem vom Vorgänger. Da habe ich mich ja gequält beim Leveln und jetzt kommen wir so easy hoch. Ganz vergessen. Raus. Denken wir, das wird hier und so weiter auch noch vorkommen. Ich frage mich ehrlich gesagt, was gerade da ist. Relativ weit oben, doch nicht unten, wie ich gedacht habe, am Wasser. Sollten wir mal hingehen und gucken. Ja, hier sieht mal geil aus. Da ist wieder ein Wissensteil. Zum Glück habe ich hier eins gemacht, ey. Auch easy beide fertig gemacht. Zack, mit der ISO-Datenbank. Allein wegen den Fähigkeitspunkten müssen wir die alle holen. Zack. Gehabt. So. Wie wenig einfach nur noch 27.000 EP sind, ey. Das ist schon heftig. So. Wahnsinn. Alter. Wir porten uns hier hin. Erkunden wir das. Weiß gar nicht. Da hatte ich jetzt eigentlich keine Thron gefunden. Notfalls müssen wir da trotzdem nochmal gucken. Aber wir müssen unser Wissen erweitern. So.
Mond scheint. Ja. Oh, man kann da erst mit Stufe 2 rein. Gut, dass wir das schon sind. Kein Adamantbaum. Wow. Hey. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Doch, da ist ein Adamantbaum. Kriegerin muss werden, die Schwertkrieger hau ich einfach so weg. Easy, fertig gemacht. Alle auf einer Ecke. War zwar nicht geplant, aber egal. Cooler Adler. So. Zack. Schon die Hälfte zu 3 geschafft. Ist natürlich schon mal ein wesentlicher Fortschritt. Was? Persephone? Persephone zu großen Dickers. Hey. Könnt ihr da auch lesen, wenn ihr passiert habt, notfalls. Kennt ihr ja, oder solltet ihr mittlerweile kennen. Zack. Ich weiß gar nicht, wie viele habe ich denn jetzt mittlerweile schon. Ne? 2. So. Und da hinten ist noch eine Truhe. Archiv haben wir auch. Das will ich EP. So. Da müssen wir hin. Ich hätte mich dabei hoch teleportieren können, das wäre leichter gewesen, glaube ich. Ach naja, jetzt ist auch schon egal. Jetzt sind wir auch schon oben. Und gehen auf Angriff.
Aber ich würde erstmal sagen, das war's von dieser Folge. Wir werden uns in der nächsten wiedersehen. Bis dann. Haut da rein.